Der Blockholzbau hat in Schweden eine richtig alte Tradition. Die Baumethoden haben sich über die Jahre sehr verändert. Es gibt auch viele regional unterschiedliche Arten, wie zum Beispiel die Verbindungen gemacht werden. Heute können wir Blockhäuser sehen, die mit modernen, computergesteuerten Industrieanlagen hergestellt werden. Wir sehen aber auch Zimmerleute, welche die alten Traditionen aufrechterhalten. Sie machen alles per Hand und bauen mit großem Geschick und Kreativität fantastische Häuser. Dazwischen gibt es alle denkbaren Variationen mit verschiedenen Automatisierungsgraden. Eine Arbeitsmethode, welche immer öfters angewandt wird, ist die Blockhausblöcke durch Blocksägen und Fräsen vorzufertigen, um dann den Rest per Hand zusammenzubauen. Auf diese Weise kann man deutlich schneller ein Blockhaus bauen, als wenn man alles mit der Hand machen muss. Meistens ist es am besten, mit frischem Holz zu arbeiten. Der Stamm sollte dann nach dem Sägen und Fräsen so schnell wie möglich an den richtigen Platz gelegt werden. Wenn man mit trockenem Holz bauen möchte, sollten die nassen Blöcke mit einem Übermaß von mindestens 25 mm gesägt werden. Wenn die Blöcke dann getrocknet sind, sägt man sie nochmal auf das gewünschte Maß, so dass sie ganz gerade werden. Danach werden die Seiten gefräst. Logosol bietet Kurse im Blockhausbau an. In einer Woche lernt man das Grundwissen für den Blockhausbau und kann später selber weiterarbeiten. Viele unserer Teilnehmer kommen zu diesem Kurs, um vom stressigen Alltagsleben einmal wegzukommen. Unser Blockhausbau-Experte Tyku Lu, der unsere Blockhausbaukurse leitet, schätzt, dass man nur etwa 30% der Zeit braucht, ein Blockhaus zu bauen, wenn man mit der Logosol-Holzfräse arbeitet, wie wenn man alles per Hand machen würde. Mit einem Logosol-Sägewerk und einer Holzfräse braucht man ungefähr eine halbe Stunde, um einen fertigen Blockhausblock herzustellen. Ich habe früher viele Blockhäuser per Hand gebaut, aber dabei auch kein Geld verdient. Das sieht man wohl an mir. Ich bin ja ziemlich mager. Heute empfehle ich jedem, der sich selbstständig machen möchte und davon leben will, eine Holzfräse zu kaufen und somit die Rundungen sowie die Kehlen auszufräsen. Das habe ich heute gesehen und es gibt keinen Zweifel, dass dies viel besser ist. Det har jag ju sett idag. Det råder ingen tvekan om det.